Guten Morgen, es ist eine wunderbare Sache, dass dieser Saal so gefüllt ist. Ich konnte es kaum erwarten, alle hier wieder zu sehen, die letztes Mal dabei waren, all die neuen Gäste und natürlich unsere neuen Referenten. Ich danke, dass ihr gekommen seid, um diese große Herausforderung anzunehmen, denn es ist nicht leicht, über Dinge zu sprechen, die man nicht überall hören möchte. Es gibt ja einen Grund, warum man das nicht überall hören möchte. Und ich bezeuge einfach mal vorweg, die Menschen, die heute hierher gekommen sind, um uns über Dinge zu sprechen, die nicht alle hören möchten, das sind Helden in meinen Augen. Das sind Menschen, die bereit sind, nicht auf ihren persönlichen Ruf zu achten, denen ist die Wirklichkeit bezüglich die Wahrheit mehr am Herzen als ihr eigener Ruhm, als ihr eigener Ruf. Manchmal muss man sagen, wenn man auf die Geschichte zurückschaut sogar, als ihr eigenes Leben. Denn es gibt viele Leute, die über Dinge geredet haben, über die wir heute hören werden, die sind nicht mehr, weil sie auf ominöse Weise plötzlich nicht mehr sind. Also ich danke euch nochmal im Namen von dem ganzen Publikum, im Namen von all denen, die euch hören werden, dass ihr gekommen seid, um eine Stimme zu erheben für die Sache, die euch auf dem Herzen liegt. Wie eminent wichtig so eine AZK ist, hat mir die letzte AZK gezeigt. Uli Weiner und Dr. Christoph Scheiner, Uli Weiner ist heute hier unten, unter uns im Übertragungsraum, sie haben über das Thema Mobilfunk, über Strahlung und so weiter geredet. Und als die Männer da so sprachen und ich so zuhörte, da lief in mir innerlich ein Film ab. Ich sah mich plötzlich in meinem Büro sitzen und ich denke, die beschreiben genau meine Situation. Da sitze ich während den letzten Jahren zunehmend in meinem Büro und bin von Minute zu Minute mehr geschwächt. Es ist so, dass ich jede Stunde etwa 5 Minuten mich hinlegen muss, weil etwas nicht mehr funktioniert in meinem Kopf drin. Ich bin wie abgestellt. Jetzt kommen die Männer und zeigen Zusammenhänge auf mit Mobilfunktechnik. Ich gehe als erstes nach Hause und untersuche mein Büro und stelle fest, ich bin seit Jahren eingeklemmt zwischen buchstäblich sechs Handystationen, die pausenlos wie ein Mikrowellenherd auf meinen Kopf eingewirkt haben. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Nach diesem Vortrag, nach dieser AZK, ich gehe nach Hause, schalte die Dinger aus und der Spuk ist vorbei. Ich habe ein neues Lebensgefühl seither. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich danke euch, danke euch. Uli Weiner ist im Übertragungsraum in seinem Raumanzug, in seinem Silbernetzanzug, weil er könnte hier unter uns nicht sein, der ist schon so geschädigt. Und ich behaupte, er hat mir ein Stück weit mein körperliches Leben gerettet mit diesem Vortrag. Und mit dem möchte ich nur symptomatisch sagen, ich glaube, wenn jemand die Wahrheit spricht, dann rettet das etwas in uns. Das hat mich ein Stück gerettet, versteht ihr? Und wenn Leute Wahrheiten sprechen, dann können andere sagen, das stimmt nicht. All diejenigen, die über die Medien behaupten, Funkstrahlung spielt keine Rolle, die sprechen etwas, aber die Wahrheit macht uns frei. Ich bin frei geworden von diesem Druck. Ich habe genug Druck in meinem Leben, mit meiner Arbeit, da brauche ich den Kopf nicht auch noch bedrückt zu haben, versteht ihr? Und so hoffe ich, dass jeder unserer Referenten heute in gleicher Art etwas in eurem Leben vermitteln kann, das euch in so einer Weise dient, in wieder ganz neuer Weise. Meine Aufgabe nun sehe ich vorweg, bevor die Referenten kommen, die AZK etwas zu definieren. Denn es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben, was wir hier tun. Aber nicht nur, was wir tun, sondern wir müssen auch ein Bewusstsein haben, was wir hier nicht tun. Und darum möchte ich einige Gedanken vorweg zur Grundlegung der AZK geben. Ich nehme jetzt nochmal Bezug auf dieses Erlebnis, stellvertretend, typologisch, von diesem Uli Weiner mit Funkstrahlung auf alle anderen Themen, die wir hören werden. Versteht ihr, nachdem ich das höre, sage ich als erstes, nachdem ich einen klaren Kopf habe, der Spuk vorbei ist, Mensch, warum hat mir das niemand gesagt? Warum hat mir das niemand früher gesagt? Ich hätte Jahre meines Lebens viel komfortabler leben können. Und es gibt darauf eine ganz simple, verblüffende und erschreckende Antwort zugleich. Warum hat mir das niemand gesagt? Aus einem einzigen Grund, weil es Menschen gibt, die sagen, sag nichts darüber. Die wissen aber ganz genau, dass es anders läuft. Aber sie haben eigene Interessen, die spielen die aus auf Kosten meiner Gesundheit. Also da gibt es Menschen, die zensieren. Und seht ihr, das ist das große Thema. AZK
bedeutet Anti-Zensur-Koalition. Wir sind hier zusammengekommen in erster Linie, weil wir einen Zusammenschluss, eine Koalition gegen die Zensur ausgerufen haben. Zensur ist in meinen Augen etwas Gefährliches. Eben am Beispiel, wenn ich meine Gesundheit verliere, ist das gefährlich für mich. Und wenn das bei mir so ist, ist es bei Millionen von anderen, bei Milliarden mittlerweile doch dasselbe. Ja? Die AZK hat das Ziel, dass der Souverän wieder sagt, was zensuriert werden bzw. nicht zensuriert werden darf. Wisst ihr noch, wer eigentlich der Souverän ist? Wisst ihr, was der Souverän überhaupt bedeutet? Souverän ist der, der die Staatsgewalt hat, der einen absoluten Machtanspruch hat. Versteht ihr? Wir reden die ganze Zeit von Demokratie. Die ganzen Medien sind gefüllt mit Demokratie, Demokratie, Demokratie. Aber hört doch mal, wenn wir eine Demokratie sind und sein sollen, das predigen sie uns ja überall, dann möchte ich euch sagen, Demokratie bedeutet, dass du und ich, dass wir, das Volk, wieder das Sagen haben. Wer ist es denn da, der sich erkühnt, etwas zu zensurieren? Haben wir, das Volk, ihnen das gesagt? Haben wir ihnen das wirklich gesagt? Ich sage dir, ihr seid die Regenten. Das Volk in der Demokratie hat das Sagen. Nicht diejenigen, die sich über das Volk hinweg erkühnen, Dinge zu verbieten, dass man sie nicht mehr sagen darf, obwohl wir das als Volk eigentlich begehren und hören möchten. Ist es nicht so, wir das Volk, wir möchten doch alles wissen. Ist das so? Hey, ich bin so. Das Volk will alles wissen. Ich sag dir, das Volk ist neugierig. Ich bin auch neugierig. Aber vor allem, wenn man weiß, es gibt Dinge, die sind wichtig, die können uns helfen, die Misslage in der Welt zu verstehen. Darum möchte ich mit der AZK die Führungsinstanz über Ja und Nein, über Zensur wieder dem Volk zurück in die Hand geben und sagen, diejenigen, die sich über den Willen des Führers, des Volkes, sprich hinaus, erkühnen, Dinge der Zensur zu unterwerfen, die werden wir fortan als Sektierer brandmarken und werden jetzt sagen, ihr habt kein Recht, uns vorzuschreiben, was wir zu hören, was wir zu lesen, was wir anzuschauen haben. Ist das gut so? Wir lassen uns das nicht sagen. In der Demokratie sind wir. Wir sind die vergleichen. Nicht irgendwer. Das sind wir, das Volk. Wir sind mündig. Wir haben ein Sensorium. Jeder Mensch begreift in seinem Herzen, wenn er Stimme und Gegenstimme beieinander hat, kann er in seinem Herzen erkennen, was der beiden mehr in seinem Herzen drin hochführt. Das ist ein Sensorium, das jedem Menschen gegeben ist. Aber wir haben dieses Sensorium eingebüßt. Und ich möchte dir sagen, warum es so ist. Jetzt rede ich dann du vor. Darfst du das überhaupt? Okay, sorry. Wir haben das Sensorium eingebüßt, zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Deshalb, weil man uns immerzu einredet, man würde nur die Wahrheit hören. Die AZK ist gegründet worden, um euch zu sagen, hört mal zu, es wird uns so viel Quatsch erzählt, das sieht man allein an der Frucht an, dass alles die ganze Zeit im Bach runtergeht, es wird alles immer schlimmer und man predigt uns die ganze Zeit, man macht alles immer besser und immer richtiger. Das kann doch einfach nicht stimmen. Wir sind ein betrogenes Volk und wir sind darum ein betrogenes Volk, weil man uns immer nur vormacht, wir würden immer nur die Wahrheit hören. In den Medien behauptet man, man würde nur immer die Wahrheit hören. In den Schulen, überall behauptet man, man lebt so, als würde man immer nur die Wahrheit hören. Wir aber sind mit der Überzeugung gekommen, wir hören Wahrheit und Lüge. Immer. Aber weil wir meinen, wir würden nur die Wahrheit hören, haben wir auf automatisch umgestellt. Wir funktionieren nicht mehr. Und ich glaube, der einzige Weg, dass das Volk als Souverän wieder unterscheidungsfähig ist, dass man dem Volk zuerst einmal sagt, hör zu, du wirst belogen von hinten bis vorne. Nur wo beginnt die Lüge, wo die Wahrheit? Das musst du wieder neu spüren lernen. Aber indem du wieder weißt, du sollst nicht jedem glauben, was er da quatscht. Indem du wieder weißt, in den Medien werden viele Lügen erzählt, es werden viele Dinge verschwiegen, weil sie lügen. Weil du das wieder weißt, darum kannst du deine Antenne wieder selber stellen und kannst Stimme und Gegenstimme hören. AZK ist allein deshalb gegründet worden, als ein Organ, ich möchte mal sagen, als das neue Organ des Volkes, das neue Medium des Volkes. Wir haben gesehen, dass die Medien Hauptverursacher sind für Dinge, die nicht gesagt werden dürfen.
Es stehen Menschen irgendwo da hinten, die verbieten, Dinge zu sagen. Wir sagen, das ist sektierisch, lassen wir nicht mehr zu. Wir gründen ein eigenes Medium. Die AZK ist eine solche Form eines Mediums, wo wir als Volk die sprechen lassen, die man sonst nicht sprechen lässt. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, die AZK ist keinesfalls geschaffen worden. Wir sind nicht heute hier zusammen, gewissermaßen als Anstifter. Wir sind nicht mit dem da anzustiften, mit einem Ziel, irgendetwas nachher anders zu tun. Wir sind da, um zu informieren. Das möchte ich für all diejenigen sagen, die uns dann wieder irgendwo schlecht möchten und uns missverstehen möchten. AZK ist nicht dazu da, irgendwas anzustiften oder mit dem Ziel, etwas nachher auszuüben. AZK ist rein mit dem Grund da, zu informieren. Stimme und Gegenstimme. Die AZK beurteilt nicht, ob eine Sache richtig oder falsch ist. Die AZK sagt, wir lassen die Leute reden, ob es richtig oder falsch ist. Und ihr habt die Aufgabe zu spüren, ob es richtig oder falsch ist. Also denkt nicht, wenn ihr da rausgeht, wir haben die AZK einberufen, weil wir der Überzeugung sind, alles muss jetzt wahr sein, was wir hören. Ich habe Dinge sicher vom letzten Mal, von diesem Mal, wo ich persönlich ganz anderer Meinung bin. Aber soll ich deshalb die Menschen zensurieren, die anderer Meinung sind? Soll ich ihnen deshalb die Gelegenheit stehlen, ihren Teil zu sagen? Auf keinen Fall, da würde ich wieder das Menschliche in den Vordergrund stellen, anstatt die wesentliche Sache, das Recht des Menschen auf gute Information. AZK, um zu erklären, was AZK ist, ich glaube, die AZK übernimmt die Pflicht, die Journalistenpflicht, die von den Journalisten verleugnet wird in der ganzen Welt. Ich habe hier einen kleinen Auszug mitgebracht. Für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt ja eine Präambel, es gibt Kodex, publizistische Grundsätze im Pressekodex, das heißt, es sind Pressegesetze, die sind ursprünglich vom Volk so bestimmt worden, weil das Volk hat ein Recht auf Aufklärung, das Volk ist der Souverän, ich sag's wieder. Und hört mal, was sowohl die Schweizer, der Schweizer Pressekodex, als auch der deutsche Pressekodex niedergeschrieben haben als verbindliches Gesetz des Journalismus. Pass mal auf, da heißt es im Schweizerischen, in der Präambel drin, die Verantwortlichkeit der Journalistinnen und Journalisten gegenüber der Öffentlichkeit hat den Vorrang vor jeder anderen, insbesondere vor ihrer Verantwortlichkeit gegenüber ihren Arbeitgebern und gegenüber staatlichen Organen. Habt ihr das gut gehört? Die Journalisten haben eine Pflicht, das Volk als ihren Souverän zu sehen. Sie haben Verantwortung, dem Volk die ganze Wahrheit über alles zu sagen. Und da hat noch nicht mal ein Chefredaktor, steht hier drin, hat da was zu sagen dagegen. Sie sind nicht vorher dem Volk verantwortlich, dem Volk alles zu sagen, noch nicht mal ihren Arbeitgebern, sprich die Chefredaktoren. Sie kommen nachher, zuerst das Volk. Nicht mal staatliche Organe. Die staatlichen Organe sind unsere Diener, nicht wir ihre. Versteht ihr? Also, diesen Pressekodex, Pressegesetz, das wird gebrochen, indem wir nachweisen können, dass zigtausende von wichtigen Informationen, die wir als Volk hören möchten, einfach unterdrückt werden. Da wird der Pressekodex gebrochen. Das heißt da weiter unten, sie nehmen, also die Journalisten, sie nehmen keine Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren. Vom Recht der Öffentlichkeit lassen sie sich leiten, die Wahrheit zu erfahren. Und seht ihr, das machen wir heute. Soll mir nie jemand daherkommen und sagen, das ist irgendwann eine Sektierkoalition hier drin, das darf man nicht, das darf man nicht hören, sage ich, das ist sektierisch, wenn man das sagt. Das Volk soll alles hören, was es gerne hören möchte. Dann heißt es noch weiter, sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder Tatsachen noch Dokumente noch Bilder von anderen geäußerten Meinungen. Oh, was da gemogelt wird im Journalismus. Das war jetzt die Schweiz, aber noch einen kleinen Ausschnitt aus Deutschland, aus dem deutschen Pressekodex. Wir ergänzen das hier, was die Gesellen dort verpassen. Da heißt es, Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit bewusst sein. Seht ihr, ein und dasselbe, die Öffentlichkeit. Wir sind der Souverän, wir sind die Herrschaft hier. Ja? Sie nehmen ihre publizistische Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahr.
Also das holen wir hier nach in der AZK, weil wir doch mit Sicherheit festgestellt haben, es ist ein großer Bedarf an Information, weil wir gesehen haben, es wird so viel zensiert, wer nimmt sich das Recht, das zu zensieren? Noch ein paar letzte Punkte, bevor dann die Redner kommen, damit uns klar ist, was wir mit AZK tun, was nicht tun. Was wir nicht tun mit der AZK, die AZK ist nicht, wie soll ich mal sagen, ist keine Missionsstation für irgendwelche Heilswege. Hier in der AZK wird einfach geredet, die Wahrheit, was man als Wahrheit empfindet, geredet, und wir sind nicht darauf aus, hier die letzten Lösungen zu bringen. Hier kommt Information als Vorrang zum Zug. Wenn wir Heilswege verkündigen möchten, machen wir das an einem anderen Ort. Ich bin ein Heilsverkündiger. Ihr wisst es vielleicht aus der Presse, ja? Ich bin ein Heilsverkündiger. Aber das mache ich nicht hier. Das mache ich in der OCG. Also wer wissen will, was ich für eine Heilsverkündigung habe, was ich für einen Ausweg aus dem ganzen Dilemma predige, musst du zur OCG kommen, aber nicht zur AZK. Hier wird nur aufgedeckt. AZK ist ein gebündelter Lichtstrahl. Licht ist eine Waffe, versteht ihr? Siehst du, wenn ein Dieb bei hellem Tag plötzlich, wenn das Licht angeht, Tag hell wird und der wird ertappt, siehst du, dass Licht eine Waffe ist, wenn du siehst, dass Politiker ihren Sitz verlieren oder predigen ihm, wenn du willst. Hohe Leute, die plötzlich da offenbar wird, die sind in Betrügereien verwickelt. Licht ist eine Waffe. AZK ist eine Waffe des Lichts, eine Waffe, die Dunkelheit, die Lüge, die Verdrehung entlarvt. Und wenn das mal gründlich genug ans Licht kommt, was im Hintergrund im Dunkeln getrieben wird, dann hat die AZK ihren Auftrag erfüllt. Aber die AZK ist auch kein Gerichtshof. Die AZK ist im besten Fall ein Areopag für die Herolde. Ja, ihr wisst noch, was ein Areopag ist, früher im alten Griechenland. Da haben sich die Adeligen oder die, wie soll ich mal sagen, die Archonten haben sich dort getroffen. Wir sind die Archonten, ja, wir sind die Führer des Volkes. Wir sind selber das Volk, wir sind die Führer. Hier herolden wir, ist eine Plattform, das zu herolden, was wir zu sagen haben und möchten das hören. Aber die AZK ist auch kein Geschäft, das möchte ich betont haben. Wir sind nicht hier, um Geschäfte zu machen. Unsere Referenten dienen ehrenamtlich. Wir alle dienen ehrenamtlich. Und wenn wir hier hinten Literatur anbieten, geht es um die Sache, nicht um den Verdienst. Ja? Was mir besonders wichtig ist, wir möchten neue Wege finden, immer neue Wege, dass wir die Bezeugungen, die Informationen und das Volk bringen. Ich möchte im Laufe des Tages dazu dann noch etwas sagen, nicht gerade jetzt schon. Also, ich fasse zusammen, die AZK möchte ein Netzwerk bilden, eigentlich eine neue Form von Medium bilden, möchte ein Vorbild setzen, möchte einen Typus setzen, dass überall in der Welt solche Koalitionen doch bitte nachgeahmt werden möchten. Dass die verschiedensten Themen zusammengetragen werden, dass man von jedem Thema, dass man in eine Richtung stößt, damit klar wird dem Volk, es wird nicht alles gesagt, das eine. Und vieles, was man gehört hat, muss man mal die Gegenstimme hören, damit man unterscheiden kann, was überhaupt Sache ist. Und ich vertraue jetzt fest darauf, dass wir alle hier heute mitkommen, dass hier niemand Schaden leidet, egal was heute kommt. Ich weiß nicht, was alles kommt, aber ich vertraue darauf, dass wir unsere inneren Antennen jetzt stellen, Stimme und Gegenstimme hören und dann für uns selber entscheiden, wo gehe ich da mit, wo gehe ich da nicht mit.